Erinnerungen sind unbeständig. Ich will nur, dass wir auch den richtigen Mann skizzieren, um Details für jemanden zu sammeln, der ihn wiedererkennen kann. Das wird nicht funktionieren. Ihn kennt niemand. Ich habe heute gehört, dass die Arbeiter die Leiche einer Frau gefunden haben. Ihr Name war Julia. Vor 6 Jahren wurde ich aufgeschnitten wie sie. Was jemand Julia angetan hat, wollte man auch ihnen antun. Wenn du eine Reporterin sein willst, dann ist das hier deine Story. Denn nach dem, was er getan hat, hat sich alles verändert. Es fängt mit so kleinen Dingen an. Dann kommen die großen Dinge. Niemand erinnert sich, dass irgendwas anders war. Es geht um mehrere tote Frauen über Jahrzehnte hinweg. Er ist es, der sie verbindet. Es wird mehr geben. Ich weiß nicht wie. Aber er beobachtet mich schon, seit ich ein Kind war. Er ist jedermann. Er ist niemand. Er ist überall. Wieso machen Sie das? Wie machen Sie das? Nur weil etwas noch nicht passiert ist, ist es nicht unmöglich. Wir sind alle verbunden. Dinge ändern sich für mich ganz einfach so. Und dann passiert es wieder und wieder und wieder. Du solltest nicht hier sein. Wie ist dein Name? Wer ist der Mann, der zu ihm kommt?